Hallo. So, schön guten Tag. Ich habe vergessen, die Titel anzupassen. El Momento. Türverkleidung. Show. Hi, was geht? Ich bin gerade am Verkleiden von, einem Totenkopfgebilde Dingenskirchen. Ja. Und so langsam geht's voran. Wo ich echt heilfroh drum bin, dass das jetzt alles funktioniert. Ich kann das mal eben kurz, präsentieren. Die Tür ist offen. Hier soll dann der Eingang zur Halle sein. Und mit einem Knopfdruck schließt sich alles. Und ich habe hier dann einen schönen Weg, beziehungsweise eine Plattform. Und ich will jetzt, dass hier dann so eine Mauer lang geht. Deswegen habe ich das hier als temporären Block hingesetzt. Und dann kann man halt hier das schön machen und dann kommt hier noch irgendwie irgendwas hin. Da bin ich aber noch am gucken. Genau. Und öffnen geht auch. Und alles über einen Knopf. Und dann können wir hier... Dankeschön. Und dann können wir hier auch noch andere Dinge, also das war mir wichtig, dass ich nicht unbedingt angewiesen bin, zum Beispiel auf den Redstone-Link hier, sondern auch andere Sachen anschließen kann, die als Fernbedienung fungieren können. Genau, deswegen habe ich das jetzt alles so gebaut, dass das wirklich alles sich umschaltet und so funktioniert.
Dafür wurden dann hier einen ganzen Haufen verschiedene Channels angewendet, die jeglichen Status abprüfen, was passiert. Und ja. Und jetzt will ich das hier unten schwarz machen. Und so, dass wenn der sich hier öffnet und runterfährt, dass man nicht unbedingt den schwarzen Boden sieht. Nicht den Steinboden sieht. So, und hier endet die Mauer dann so gesehen. Hat auch nur, ich glaube, gefühlte 4 Streams gedauert, bis ich das alles fertig hatte. Das war maximal nervig, aber zum Glück hat es irgendwann funktioniert und ich war echt erleichtert. Es hat auch sehr viel alles Mögliche auseinandergebracht. Heißt zum Beispiel, es ist öfters passiert, dass der Fußboden nach oben gefahren ist und ich dann den kompletten Totenkopf auseinandergedrückt habe. Und dit war nervig. Und was noch schlimmer war, ich hatte hier vorher die Hochbewegung hatte ich über Pisten gesteuert. Wenn der Server neu gestartet ist, haben sämtliche Pisten nicht mehr funktioniert. Dit war auch super. Ja. Ja, und das nächst coole ist halt wir können das mal eben zufahren lassen. So. Wir haben hier nämlich einen Fußboden, der noch nicht ganz zufährt, aber wir sind dann hier jetzt im Totenkopf und können so ein bisschen rausgucken und haben das hier seitlich. Deswegen wollte ich hier eine schöne Mauer hinsetzen. So, und jetzt bin ich gerade am Überlegen. Müssen hier seitlich rausfliegen. Das Einzige, was hier dran so ein bisschen Minecraft-Technik noch ist, ist der Button und das bisschen Redstone hier. Sonst ist alles mit anderen Mods gemacht worden. Oh. Okay, muss ich den Fußboden halt auch noch wegziehen lassen. Egal. Ja, und das ist gerade so ein bisschen das, woran ich arbeite. Und wir haben aber auch noch, oh. Kleber. Nee. Und ich will das hier eben nochmal. Fast was kaputt gemacht. So, halb. Okay, super. Ja! Oh, da habe ich auch was Neues, Cooles, was ich mir überlegt habe. So, Moment. Kacke. Und kaputt gemacht. Wieso fährt das nicht mehr weg? Oh.
Jetzt habe ich es eben gerade kaputt gemacht, weil ich es hübsch machen wollte. Verdammt. Aber zum Glück habe ich das jetzt so weit fail-proofed, dass ich jetzt hier runterfliegen kann. Wenn das irgendwo stecken bleibt. Ich kann den Knopf hier drücken. Es fährt runter. Ich habe mich eingeschlossen. Verdammt. Okay, Klangwand. So. Kopf ist wieder zu. Gut. Es fährt auseinander. Wieso fährt es nur bis hier? Moment. Der ist ein zu kurz gefahren. Hier ist er richtig gefahren. Okay. Okay, und wieder runterfahren. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ich sollte hier irgendwie noch ein Backup einbauen. So. Woher kommt denn das? Das. Ist zu weit rausgefahren. Ja, war auch gerade meine Idee. So. Und hier passt das, okay.
So. Okay, funktioniert das? Ja, jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Aber eben gerade hat noch so schön alles funktioniert. Ey, das kannst du echt keinem erzählen. Da darfst du echt nicht dran rumspielen. Sobald das fertig ist, abschließen. Thank you.
Langsam wird's wieder. Ups.
Puh. Haben wir das nochmal geschafft? Bis auf, dass er einen Zahn verloren hat. Heilige Kacke, das war jetzt schon wieder geistig sehr anstrengend. Abend. Ja, ich muss da nochmal gucken, wie ich das alles richtig mache mit Waystone und. Aber ich habe es schon wieder geschafft, das hier einmal komplett zu zerstören. Es ist wieder heile und Also. So, ich will jetzt mal wissen,
Von bis. So, hier haben wir 191. Hier soll das Mitte Eingangstor. Achtundsechzig hier. Reveal. Tower sollen hier prägnant hier so hin. Auf beiden Seiten. Oder willst du die hier vorne oder hier hinsetzen? Nee, ich wollte die hier schön außen. Ich glaube, ich hätte die hier auf diese Position gepflanzt. Ach, du meinst dann hier als die Tower hier? Also, dass die hier stehen und dazwischen ein... Also, hier will ich ein Tor hinsetzen. Irgendwas Großes, Böses. Aber nur mit Pfeilgitter. Nichts Kompliziertes. Da könnte man hier links und rechts so ein Turm. Und dann mit einer großen Mauer drumherum, zwar nicht so eine Mauer, nicht kein Absperrband, aber eine große Mauer rum. Ja. Hello. So. Finde ich aber gut. Verdammt. Frames.
Aktuell nichts Wildes. Ich will die Verkleidung hier fertig machen, so dass das dann vollständig hier drinnen verschwindet und man eigentlich nichts mehr sieht. Und ja. Genau, das ist der aktuelle Plan. Okay, da sind wir. So. Oder so. So, und jetzt kommt ansatzweise das Erste, was ich vorhab für... So. Maho. Chuzuki. Size 2. Epsilon 1. So, okay. Waystones. Nee. Not 0.5 ist wirklich genau passig mit der Kante. Das ist ganz geil. Eigentlich wäre das lustig. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber das geht bestimmt. Zu erkennen über Security-Kamera, wenn man nicht selbst hierher reist, also in das Gebiet kommt und dann automatisch irgendwie per
Waystone irgendwo anders hin kopiert wird oder geschoben wird, sag ich jetzt mal. Oder man teleportiert herher, der erkennt, dass einer das nicht selbst ist. Der Boden reißt auf mit irgendwie Maximalgeschwindigkeit. Und man landet in der... im Blutaltar oder sowas. Oh, das wäre so böse. Da kommst du hier ins Gebiet rein. Gehst durch das Tor durch. Obwohl. Ich habe so die geile Idee. Das dürfte ja eigentlich funktionieren. Und zwar... wenn man Evilcraft gibt es nicht. Von Blood Magic? Ja, gibt es. Bucket of Life. Den musst du... oh, genau das war nämlich meine Idee, dass das Tor nur öffnet, wenn man Blut geopfert hat und der dann automatisch nach, keine Ahnung, 5 Sekunden den, oh, das könnte man auch ausprobieren. Genau. Dass man das Blood of Life nutzen muss, um hier die Tore zur Hölle zu öffnen. Aber die Augen sind mittlerweile echt geil. Das hat Bene, mein Nachbar, mir gezeigt, dass man halt hier mit dem Mahuzuki das herstellen kann, so ein Pentagramm. So. Das sieht ja. Passen wir noch auch noch bis an. Da fällt mir nämlich gerade was Schönes zu ein. So, Pixel, Sides, Polygon. Oh, nee, keine. Eine super Ellipse auch. Und kriege ich auch irgendwie einen Kreis? Ja, ich. Für das hier habe ich eigentlich geplant, Kreis. Den Teleporter auf dem Kreis mit dem hier zusammen in groß. Und ja, da muss ich mal gucken, wie ich das am geschicktesten mache. Aber erstmal will ich hier eigentlich die Verkleidung fertig bekommen. Das weiß ich noch nicht genau, wie ich das bauen kann.
Ich hasse es zwischenzeitlich, ey. Also die schwarzen Kerzen kriegen wir auf jeden Fall mega gut hin, weil wir übertrieben viel Wachs haben. Das sollte ja echt überhaupt kein Problem sein. Guck mal, und hier habe ich dann hier noch genügend Platz für das, was ich vorhabe. Nice. Das ist eine Vierermauer, bauen wir da draus. Ja doch, das wird eine Fünfermauer.
Oh. Hoppala. Oh. Hoppala. Schon wieder kaputt gespielt. Au. Ich sollte da nicht so mehr so viel dran rumspielen, ey. Great. Voilà.
Okay. So. Jetzt müssten wir ja den richtigen Status erreicht haben. Okidoki. So.
Müssen hier dann eigentlich noch irgendwie so große Feuerschalen drauf? Wie heißen sie denn? Ach, wir müssen jetzt erstmal was machen. Sacrificial Dagger oder wie heißt der? Ups. Ich dachte mir nämlich, damit das hier nicht so flach aussieht. Baut man hier was mit Blut ein?
Okay, das muss ich vielleicht noch ein bisschen schöner machen. Aber das könnte man eigentlich machen. So. Okay, ich habe eine Idee. Vielleicht funktioniert das ja. Schade. So.
Das geht eigentlich relativ klar. Was ich jetzt aber eben von Create bauen wollte, war diese Fernbedienung. Okay.
Okay, nice. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ist das hier nervig. Heilige Kacke. Oh my god. One moment, please. It's very loud out here.
If you look in the chat, I think that's the list. Yeah, it's pure BD craft. And that's the patch list with almost every pure BD craft patch for ATM9. And thank you, Oh, es sind nur zwei Leute anwesend, okay. Yeah, unfortunately, yes. Because in every mod pack you have other mods and they collecting the patches for pure BD craft. But you can use, I think, J Downloader too, and copy and paste every link in this list all at once in this tool, and it download everything for you.
machen wir da jetzt unser Notfalltunnelsystem ein wenig hübscher. Dass wir da auch überall Zugriff drauf haben. Ey. Okay, die kommen dann wahrscheinlich eher. Also. Slab Corner, Framed Slab, Slope Slab, Framed Slope Slab. Hä? Ah, da. Ja, die? Okay, davon sieht man ja mal gar nichts.
Langsam geht's echt voran. Das ist... Jetzt muss ich hier nur noch alles in warmen Warenfarben verkleiden. Dass ich auch weiß, was ich tue. So, wenn ich jetzt von hier oben gucke...
Hi. Ich komme langsam voran. Oh, sorry. Ja, ich habe schon zweimal wieder kaputt gekriegt, aber langsam geht's voran. Also ich habe jetzt hier noch Fackeln aufgebaut und das gebaut. Das will ich noch ändern, dass das ein bisschen geiler aussieht, aber das ist schon mal so der Anfang. Jetzt baue ich gerade Sicherheitsvorkehrungen ein, sage ich jetzt mal. Dass man notfalls auch hier rein kann. Dann wollte ich hier nach unten buddeln. Und dass dann hier auch nochmal ein Ausgang ist. Dass man dann zu den Sachen hier hinlaufen kann und die auch noch mal irgendwie reparieren kann oder so. Und dann auf beiden Seiten und dann kann man hier einigermaßen gut drin arbeiten. Ja, eben gerade war ich andauernd da unten eingesperrt und musste mich wegteleportieren. Das war ein bisschen dämlich. Genau, und dann wollte ich noch also ich will das hier mit den Steinen verkleiden. Also das Ganze hier. Aber mit wie heißt es gleich noch? Also nehmen wir mal hier als Beispiel. Das dann hier ist der, ist die Wand zu dem hier. Und dann kommt hier einfach Red Concrete hin. Dass ich da nicht aus Versehen irgendwie reinbuddel oder so. Ja, das war auch noch eine Idee. Ja, aber das funktioniert alles bis jetzt richtig, richtig gut. Ich bin total begeistert. Und wir hatten noch ein paar Ideen, die fand ich ganz cool. Wie zum Beispiel, das werde ich später machen, sonst bin ich wieder viel zu sehr abgelenkt, prüfen, ob man abfragen kann, wie viel Blut in dem Altar ist. Und dass man, wenn man hier rein will, nehmen wir mal eben drei Buckets raus, dass man dann einmal einen Eimer Blut opfern muss. Also Life Essence. Damit man hier reinkommt. Wie war das? Ich habe das mal vor Ewigkeiten gespielt. Also, du kannst mit Blood Magic dich zum Teil unsterblich machen. Und ein ganzen Haufen Blutaltäre bauen. Genau. Und dann mit einer Rune of Sacrifice kannst du dann zum Beispiel auch ganz viele andere Sachen damit machen. Aber das ist dann so ein Blood Magic Altar. Und ja, ich habe mich da aber noch nicht weiter drin eingelesen. Ich dachte mir nur, dass mit dem Blut könnte ganz lustig sein. So, und dann, ich wollte hier Tor hinsetzen. Einfach nur mit Fallgitter oder irgendwie sowas, ne?
Oh ja, das kann ich dir gleich einmal zeigen. Oh, komisch. Naja, aber dass man dann hier, kann man dies auch wieder opfern? Nee. Verdammt. Ja, egal. Irgendwie so wollte ich das machen. Oder man stellt da einen Tank hin und der prüft, ob da Blut drin ist und alle 10 Sekunden zieht er da was raus. Aber wenn da Blut drin ist, dann geht die Tür auf. Und die Augen habe ich wie folgt gemacht. Und zwar habe ich ein 3x3 Viereck gebaut. Oh Gott. Und dann mit Frames habe ich dann sowas hier gemacht. Oh ne, das sind die falschen. Also wenn wir jetzt die hier haben. So. So. Und dann auch noch mit anderen Blöcken. Dann einmal so eine Umrandung gemacht. Und da drinnen schweben noch Pentagramme. Aber hier sind eigentlich auch nur diese Slope-Blöcke. Und wenn du in die Frames Glowstone packst, fängt das an zu leuchten. Dadurch kommt das halt, dass das so rot ist. Und dann habe ich noch mit einer anderen Mod diese Pentagramme da drum gesetzt. Genau. Dankeschön. Hat auch ein bisschen gedauert. Die ersten Augen sahen echt nicht cool aus. Das gleiche Prinzip habe ich hier mit diesen Fackeln gemacht. Dass ich da einfach alles einmal rund gemacht habe und dann einfach nur Soul Sand reingesetzt habe. Genau, und dann hier in die Nase will ich noch irgendwie... Das will ich einmal auskleiden. Mit, ich denke mal, dunkelgrau. Genau, das war die Idee. Obwohl, nee, mit Beobachtern kann ich ja nur prüfen, ob, irgendeine Flüssigkeit eingegeben worden ist. Aber ich habe die Idee, dass ich zum Beispiel, nehmen wir hier mal einfach, habe ich Tanks? Dim Tank. Ja, ja. Also, die ganzen hier. Zwei Seitenflüssigkeiten gehen da rein. Von unterschiedlicher Art, also... Ja. Aber die Idee war... genau, aber ich kann mit Pipes, mit der hier, kann ich rausfiltern, was für ein... was für eine Flüssigkeit in der Pipe oder in dem Tank ist. Dann kann ich ja prüfen oder sagen, dass nur Blut abgezogen werden darf und sonst nichts. Das heißt, wenn man Wasser reintut, passiert nichts. Wenn man Blut reintut, dann passiert was. Und damit kann ich dann ja das Tor einfach freigeben. Dass man halt so ein Blutopfer geben muss, damit man hier auf den Friedhof kann. Dann wollte ich hier irgendwie Security Camps so anbringen, dass wenn man dann hier vorne hinkommt, das auslöst und dann am liebsten noch so, dass das hier auch getriggert wird. Sowas in der Art. Dann kommt man hier hin, es wird getriggert und dann fährt er auf.
Das muss ich natürlich noch hübsch machen. Und dann kommt man hier in die Halle rein. Und dann kommt hier noch eine richtige Halle hin, die aktuell noch vollständig fehlt. Genau. Aber das hier frisst so viel Zeit und so viel Konzentration irgendwie, das ist echt anstrengend. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, das war, wir können uns eigentlich mal Security Craft angucken. Mit Skulk-Sensoren hatte ich auch schon gedacht, aber die reagieren auf Ton. Soweit ich mich entsinne. Das wäre auch eine Idee. Alter. Das wäre eine Idee von wegen, dass wir checken, ob es an sich ruhig ist und dass man nur, wenn man steht und von der Security Cam erkannt wird, oder von der Security Cam aktiviert wird, dass man dann reinkommt. Irgendwie sowas. So. Und wie macht man das denn? Nice.
Wie werde ich die Kamera wieder los? Verdammt. Habe ich mich gerade aus meiner eigenen Kamera ausgesperrt? Kann das sein? Also, dass ich die... Ah! So. Wenn wir die jetzt... Home. Moment. So. Wenn wir die jetzt hier anbringen. Oh, allzu tief. Ich meine natürlich hier anbringen. Dann über Refind. Tools, Transmitter. Great. Jetzt müssen wir den einmal drehen. So, den löschen. Receiver. Redstone. Eine Lampe setzen. Einfach nur zu checken. So. Oh, requires Redstone Module. Okay, wie kriege ich denn... Okay. Muss ich das jetzt einfach hier draufsetzen? Das wäre noch eine Idee. Ich wollte jetzt mal gucken. Allow this module. Add players. Okay, also ich will das. Und das. Das. Okay, kleinen Hund. Das ist die Mega-Idee schlechthin. Das könnten wir gleich mal ausprobieren.
Okay, die beiden funktionieren nicht. Ich will erstmal prüfen. Wie man das hinbekommt, dass die Kamera einem Zutritt. Die Sachen gewährt. Aber wir können das mal eben testen. Mal eben testen. Ja, vielleicht gibt's da noch eine andere Idee. Oder gibt die nur ein Redstone-Signal aus, wenn... Wenn man sagt, dass ich nicht erlaubt... darauf zugreift. Geht ja einfach Redstone an, es geht ja aus. Das wäre halt noch interessant, wie man das hinkriegt. Ja, aber das muss ich einmal prüfen, weil dann wäre es ziemlich lustig, wenn du hier drauf zufliegst und das Teil einfach angeht. Jetzt bin ich erstmal zufrieden, dass das funktioniert. Ja, bestimmt funktioniert das irgendwie. Dass wenn die Person erkannt wird, dass dann was passieren soll. Aber da muss ich mir erstmal die Mod angucken. Ich habe damit was richtig... Also ich habe damit noch nie gearbeitet.
Und das wäre halt mal wirklich interessant. Na, falsch. Hier eingespeichert? Gott sei Dank nicht. Okay, top. So müsste ich ja eigentlich dann productive. Okay, nach und nach die Honeycombs bekommen. Okay, super. Alter, ist das laut. Oh oh. Glück gehabt. Okay, das muss ich vielleicht noch ein wenig verbessern. Das war nicht das Intelligenteste gerade eben, aber okay. Ach, zum Glück wär's nur hier. 1, 2, 3, 4. Viermal Redstone und zwei Buttons gewesen. Das wäre sogar noch in Ordnung gewesen. Also da wäre nichts Schlimmes zum Glück passiert.
Ups. Das wäre fast wieder zum Unfall gekommen. Glu. Okay, gut. Okay. So. Kacke. Ach, verdammt. Bin ich dumm. Bisschen mitdenken, ey. Oh. Schon wieder kaputt gemacht?
Ups. Oh ja, das Signal fehlt. Verdammt. Glück gehabt. Oh, das wäre so kacke gewesen. Okay, und jetzt muss ich mir das hier nochmal überlegen, wie ich das hier nochmal ändere. Aber der ist ein zu weit. Have a taste of a server crash. Okay. Wir müssen literally ein nach hinten.
2 nach hinten. So. Nein. Okay, passt. So, passt, wackelt, hat Luft, kann hier durch, Mauer kann hochfahren, das müssen wir anpassen. Paste. Okay. Ich hoffe, das funktioniert alles. So, das sollte passen. Hier muss ich jetzt die beiden wieder anbringen. Und hier drüben noch den einen. Alles miteinander verknüpfen. Dasselbe hier auch machen. So. Und einen Motor setzen, selbstverständlich. Nicht Motor, sondern Energie. Als ob ich vorher nichts anderes gemacht hast. Hab, ja. Holy Shitteroni. Okay. Dadurch, dass wir den jetzt einen nach hinten gesetzt haben. Können wir jetzt mit der Mauer nach oben fahren. Haben dann hier unseren Eingangsbereich. Aber das Wichtigste ist, ich kann hier straight runter gehen und das hier einmal hübsch verkleiden. Oh, Kelly. Na? Ich habe gar nicht so viel gemacht. Bis auf, dass ich jetzt weiß, wie ich mein Spiel zum Crashen kriege. Und, ja. Oh ja, ich habe noch was anderes vorbereitet. Da bin ich auch am Überlegen, wie ich das am besten mache. So. Mob Grinder. So. Ich habe nämlich eine Lost Soul. Windows-Taste und Punkt. Und dann kannst du die Standard-Windows-Emojis schicken. Zum Beispiel Bean. Aber ich glaube, du kannst auch einfach irgendwie was anderes eintippern. Und sonst, ich nutze zum Beispiel Shatterino. Da kannst du dann einfach 0 schreiben. So, klappt das auch. Hui. Das kann jetzt mal erstmal weg.
Ein Otter. Ach genau, das war mit Doppelpunkt. Okay. Ah, okay, ein Baguette. Ah, Fn-Taste, okay. So, wir brauchen ein Bucket. Und dann... ich will ja ein Spawn... Nee, nicht Spawn. Auch kein Kompass. Ich will GM Shakefeed haben. Mal gucken, ob ich in Forbidden Arceus Spawn Egg bekommen kann. Ah. Wofür braucht man da Schules? Dingenskirchen. Was bist du? Eine Resin Bee. Bienen können wir immer gebrauchen. Schmetterling. Biene. Alle Biene. Ich glaube, ich gehe mal eben schlafen. Wie nice. Weißt du, was wir hatten? In meiner Zeit damals hatten wir noch Papier und Stift. Weil sich unsere Schule sowas nicht leisten konnte. Und die Tablets von damals, damit konntest du Leute erschlagen. Glaube ich. Und Tablet. Oh ja. Yeah. Ah, sehen die schön aus. Guck mal, das erste Galaxy Tab. Mit Zyanogen-Mode, ja. Alter Schwede. Sowas gab's bei mir. Guck dir den Display-Rand an. Oh ja, wir haben auch noch Overhead-Projektoren gehabt. Sogar in der Berufsschule. Aber so... wie kacke übertrieben das ist. Ja. So, wo haben wir denn... Ich brauche eigentlich nur Hühnchen. Also trotzdem noch mit Folien oder schon so ganz neu moderne, neumodischer Krams wie Beamer? Mit digitalen Folien. Oh, Cave Spider, den brauche ich. Da kommen immer schön viele raus. Die kann ich alle gebrauchen.
Das ist sowas von nice. Ja. Das gab's damals bei mir noch nicht. Da bin ich echt auch neidisch auf meinen Neffen. Also bei denen ist das auch alles über Tablet und hier die Whiteboards mit oder Smartboards, so heißt sie genau. Und völlig entspannt. Und dann hast du alles von der Tafel eben per Copy-Paste kriegt er das auf sein Tablet drauf. Und ja, und wir mussten damals noch aufpassen, dass nicht jemand die Tafel sauber macht, weil sonst konntest du nicht mehr abschreiben. Und wir waren in einer Zeit, wo sowas an sich eigentlich auch möglich war. Ja. Und ich rede hier jetzt von meiner zweiten Berufsschule, also gerade mal von vor 10 Jahren oder so, nicht von vor Anno Tobak. Ja, vor allem bei mir lief das in der Berufsschule ganz schlimm ab. Ich hatte einfach nur noch irgendwann einen Block, wo alles drin war, weil das einfach viel zu viel wurde, aber ja. Oh. Oh. Das sieht fresh aus. Ich glaube, ich sollte mir mal ein bisschen meinen Blackstone angucken. Ja. Ja, also. Weil das Schlimme daran war ja wirklich, du hast es am Ende des Jahres einfach gefühlt alles weggeschmissen. Wir haben immer ein Lagerfeuer gemacht und das war's. Also, ja. Face, seine Bude sieht ja auch. Oh. Vielleicht sollte ich nicht dahinter gucken. Oh. Okay. Hä? Eine Rakete. Oh, Schiff. Ah, ich war ein Händler, ne? Da. René, was hast du hier gemacht? Hier ist das ein bisschen laggy. Ich glaube, deine Kühe sorgen dafür, dass der Server kacke läuft. Oh Gott. Hilfe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hm. Das sieht cool aus. Oh ja, da freue ich mich auch schon drauf. Und ich will eine Space Station bauen. Oh. Wach. Okay. Aber warum ist hier ein Elefant auf einem Turm? Mit einem Zeppelin. Wieso ist hier ein Elefant? Und was ist das? Oh, ich glaube, ich sollte hier mal weg. Aber WTF? Oh, das ist ja schnuckelig. Wer wohnt denn hier? Das. Okay, Tronic hat nach wie vor sein Viereck. So. Ich habe
immer noch keine Hühner gefunden. Ich habe Pinocchio gefunden, das ist ja mal viel geiler. Oh, eine Neonbiene. Neon Kurubine, okay. Nice. Da dann viel Erfolg. Aber das packst du schon. Morgen ist Mittwoch, ne? Ja, ja, morgen streame ich wie heute, so ab circa 18 Uhr. Genau. Und ja, kannst auf jeden Fall berichten. Aber das wird auf jeden Fall positiv. Wenn man mit einem positiven Gefühl daran geht, dann wird das meistens immer was. René, haben wir eigentlich alle Hühner auf dem Server gekillt? Mit irgendeinem Command? Oh nee, ich weiß, was das Problem ist. Oh, bei mir hat sich der komplette Kack zurückgesetzt. Minimap present. Dots, dots, dots. Icons. Close. Kein Wunder, dass ich da nichts finde, weil ich immer nur oben auf die Minibamp gucke. Ah, und schon Hühner gefunden. Da bist du. Oh. Happy Birthday, Taco! Yay! So. Ja, ich habe vergessen, wieder die Icons umzustellen, das ein bisschen hart dämlich war. So, ich habe doch hier einen Cave Spawner. Und habe ich ein Spawn-Egg bekommen von den... Schade. Nee, das ist jedes Mal, wenn man ein, wie heißt das gleich noch, ein GM Chicken Feed erzeugt, um Spawn Eggs zu bekommen, wird dieser Sound ausgelöst. Was ziemlich lustig ist. Aber leider kriegt man von den Arceus keine Spawn Eggs. Schade. Schade, schade, schade. Ich hatte gehofft, dass ich damit was bekomme. Das ist ein bisschen hart enttäuschend, weil man konnte hier über... Thank you.
Alter Schwede. Kenny, du musst sterben. Wow. Ja, den haben wir schon letzte Woche, glaube ich, getötet. Ja. War relativ schnell down. Das ging sehr, sehr fix. Ich glaube, in einer halben Minute war der down. Und dann habe ich den noch dreimal selbst getötet. Und jetzt habe ich den in Hostile Networks drin, ne? Oh. Moment. Kaputt gemacht. Thank you.
Wieso hat das denn eben gerade die ganze Zeit funktioniert und jetzt auf einmal nicht mehr? Oh mein fucking goodness. Jetzt weiß ich, was schiefgelaufen ist. An die falsche Position geklebt. Ach verdammt. So. Ups.
So, jetzt aber. Okay, da hat der Dingenskirchen hier zu viele Inputs gegeben und den einfach kaputt gemacht. Naja. Aber ich würde jetzt Feierabend machen. Das ist schon kurz nach 9. Und dann wünsche ich euch einen angenehmen Abend, würde ich sagen. Und ich habe keine Ahnung, wie man raiden könnte. Ja, dann schönen Abend euch, macht's gut und auf Wiedersehen. Und geht's jetzt ab zu Tobinator. Da, der spielt Banished. Ja, nee, Foundation. Genau. Schönen Abend euch, gute Nacht, bis morgen. Und auf Wiedersehen und danke fürs Dabeisein. Freunde, ich habe eine Fernbedienung gebaut und damit können wir jetzt per Knopfdruck den Schädel aufmachen. Und selbstverständlich sogar mit demselben Knopf, was mich unglaublich freut, den Schädel wieder schließen und nach kommt jetzt die Verkleidung dazu. Wir haben hier noch ein paar Fackeln aufgestellt, da weiß ich aber noch nicht, ob ich die so lasse. Eine Idee war noch, die Ecken hier ein wenig abzurunden und dann hier in der Mitte einfach, oh Gott, ist das laut, Blut runterlaufen zu lassen hinter Glas, dass das aussieht wie so eine Ampulle. Aber mal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber die Fernbedienung funktioniert richtig, richtig gut und das sieht sogar richtig gut aus, wenn das jetzt hier geschlossen ist, alles schön abgeschlossen. Ja.
Freunde, wir haben es jetzt geschafft. Wir haben unglaublich viel Draconic Dust. Aber leider fehlten uns ganz viele Honeycombs und von den Blöcken haben wir leider auch nicht so viele, die wir dann nutzen können. Also habe ich jetzt erstmal ganz viele Upgrades in die normalen Bienen reingehauen, in der Hoffnung, dass wir dadurch dann einen Haufen mehr Combs bekommen, damit wir dann später die Skulk hoch pushen können mit den Productive Upgrades und ja, dann Upgrades am laufenden Band raushauen können. Aber jetzt müssen wir erstmal warten, bis wir ja, mehr Honeycombs bekommen, um dann wirklich auch den Rest nach und nach zu upgraden. Aber wir haben jetzt erstmal ganz viel gebaut, also hat das noch ein wenig Zeit.